Mit Motiven der christlichen Archäologie durch das Jahr 2016. Das ist dank dem Kalenderprojekt der Studierenden jetzt möglich. Es wurden Themen recherchiert, Fotos ausgewählt und Begleittexte geschrieben. Bei der Auswahl der Motive haben die Studierenden darauf geachtet, dass international bekannte Gebäude wie die Hagia Sophia ebenso ihren Platz im Kalender finden wie regionale Stücke aus dem Bonner Umfeld. 500 Exemplare des Kalenders laufen aus der Maschine. Die Qualitätskontrolle darf dabei natürlich nicht fehlen. Stefanie Archut, die Koordinatorin des Projekts, ist zufrieden. Jetzt kann der Kalender ausgeliefert und verkauft werden. Für 12 Euro können Sie sich Ihr Exemplar sichern. Der Kalender ist bei der Abteilung Christliche Archäologie der Universität Bonn, dem Franz-Josef-Dölger-Institut und im Rahmen von Vorlesungen im Hörsaal des Akademischen Kunstmuseums erhältlich.